Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Mit diesem Video starten wir in die nun schon 9. Staffel. Kaum zu glauben, aber so ist es. Schaut dazu auf jeden Fall mal auf meinen Kanal, um zukünftig nichts mehr zu verpassen und vielleicht auch das eine oder andere in über 160 Folgen zu entdecken. Lasst uns jetzt aber erst einmal über das hier gezeigte Gebäude sprechen und was ich alles so für euch herausfinden konnte. Abonnieren lohnt sich also auf jeden Fall, also holt das am besten gleich nach, insofern ihr das nicht schon getan habt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch eine verlassene Villa. Zugegebenermaßen hielten sich die Informationen zu diesem Objekt wieder einmal arg zurück, aber sowas kennen wir ja bereits von verlassenen Wohnhäusern. Das Objekt rückte schon vor einigen Jahren in den Fokus unserer Kameras. Direkt an einer sehr wichtigen Straße gelegen, kamen wir viele Male an diesem Gebäude vorbei. Doch als der Entschluss feststand, standen plötzlich Bauzäune und schweres Gerät auf dem Grundstück. Somit war dieses Unterfangen abgehakt und das Gebäude von unserer Liste gestrichen. Naja, die Geschichte sollte aber dann anders enden, dazu aber gleich mehr. Die Villa entstand laut Denkmalschutzregister 1873 mit großem Garten und Ufermauer im Hinterhof, mit direktem Zugang zu einem Wassergraben, den es schon weit vor dem Gebäude gab und bis heute gibt. Als Baustil wird Historismus angegeben. Dieser Stil erlebte seine Hochzeit ab etwa 1850 bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Historismus vermischte viele vergangene Baustile miteinander, was mitunter sehr schöne, heute noch vorhandene Gebäude hervorbrachte. Trotz der Nähe zum Wasser bekam das Gebäude einen üppigen Keller, dieser war aber leider nicht mehr betretbar. Vermutlich wird dort auch sehr viel Grundwasser hineingelaufen sein, der Zugang war auf jeden Fall versperrt. Ansonsten liest man über dieses Objekt noch Folgendes. Dreigeschossig mit hohem Sockelgeschoss, mit Putzfassade, Putzrustika sowie Stuck und Fußbodenfliesen im Eingangsbereich im Erdgeschoss, Fensterverdachungen, Gesimse und Walmdach. Über dem Eingangsbereich mit Treppe gab es im Flur der ersten Etage einen kleinen Balkon, der irgendwann abgenommen wurde. Vermutlich geschah dies im Zuge der Sanierung oder der Notsicherung.
Zur Geschichte gibt es leider nichts herauszufinden, also Dinge wie Architekten, Bauherr oder Bewohner. All das war und ist unklar. Es könnte aber jemand gewesen sein, den man vielleicht sogar kennt, denn in der Straße stehen bis heute einige Villen von namenhaften Personen, wie zum Beispiel Hermann Mayer. Solltet ihr zu diesem Objekt Informationen haben, dann immer gerne rein in die Kommentare oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook. Ich danke euch für jeden Hinweis. Im Inneren, und ihr seht es ja selbst, war vieles unbetretbar. Nur mit Mühe und Not konnte man unter Lebensgefahr das erste Stockwerk erreichen. Vermutlich verschafften sich aufgrund der Nähe zum Zentrum immer wieder Obdachlose Zugang zum Objekt. Ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Eigentümer und Obdachlosen. Und so wirklich sicher war man hier in keinem Fall. Ganz im Gegenteil. Ein riesiger Durchbruch, der buchstäblich bis zum Himmel reichte, sorgte für akute Einsturzgefahr. Irgendwann um das Jahr 2016 kam es wohl zu einem Eigentümerwechsel, wodurch das Gebäude massiv notgesichert wurde. Ringsum und auch im Gebäude hielt die Villa seitdem gefühlt nur noch durch riesige Stahlträger zusammen. Ein klassisches Beispiel, was möglich ist, wieder aufzubauen, wenn wir gerade uns an die Folge 159 erinnern, wo ich euch ein verlassenes Malzwerk zeigte und man im Netz nachliest, dass die Türme dort nicht mehr zu retten seien. Dann versteht ihr auch, was ich meine. Solltet ihr diese Folge verpasst haben, blende ich sie jetzt hier oben rechts ein. Schaut da auf jeden Fall nach diesem Video vorbei, wenn ihr das nicht schon getan habt. Im Zuge der Notsicherung begann man auch mit der Sanierung. Eifrig entstanden hinter dem Objekt eine Terrasse und daneben eine Art Kelleranbau. Vielleicht sollte hier auch eine Tiefgarage entstehen, aber das ist nur Spekulation. So schnell wie diese Anbauten entstanden, so schnell war die Sanierung abrupt auch vorbei. Baustopp. Aber warum? Nun, auch dazu gibt es keinerlei Informationen. Erst im Jahr 2022 sollte wieder Bewegung ins Spiel kommen. Vielleicht ging der Bauträger pleite oder das Objekt kam unter den Hammer. Doch wie auch immer es gewesen ist, seit einem guten halben Jahr, mit Erscheinen dieses Videos, laufen die Sanierungen erneut. Schweres Gerät und Bautüchtigkeiten sind beinahe täglich hier zu beobachten. Und sind wir mal ehrlich, es wird allerhöchste Eisenbahn, wenn man hier noch irgendwas überhaupt retten möchte. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn dieses mehr als 150 Jahre alte Gebäude der Stadt und seinen Bewohnern erhalten bleibt. Übrigens, der immense Durchbruch mitten im Haus muss unmittelbar nach der ersten Sanierung bzw. nach dem Baustopp zwischen 2019 und 2020 entstanden sein. Auf Google Earth sieht man, dass Änderungen am Dach vorgenommen wurden. Da man aber nicht zum Ende kam, folgte nun der Verfall ins Haus. Hätte man diesen Abschnitt verschoben oder hätte man einfach später mit dem Dach begonnen, wäre der Zustand heute mit der zweiten Sanierung deutlich besser gewesen. Ich würde mal schätzen, dass in den frühen 90ern die letzten Mieter hier auszogen und das Objekt schnell in Vergessenheit geriet. Eine typische Klingel aus DDR-Zeiten für bis zu 8 Parteien hing noch immer am Eingang, leider ohne Namen. Vielleicht waren hier wirklich Wohnungen drin, ich kann mir aber auch Büros vorstellen oder vielleicht sogar einen Firmensitz. Ich bin gespannt, wie das Objekt nach der Sanierung aussieht und ob man diesmal überhaupt fertig wird. Aber was sagt nun ihr zu dieser Villa? Zum Glück nimmt sich jemand dieser langen und vor allem teuren Aufgabe an. Oder hätte man lieber alles platt machen und etwas Größeres dort bauen sollen? Ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge mit einigen vielen Bildern.
gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr solche Orte sehen möchtet, dann schaut am besten mal auf meinen Kanal und abonniert uns natürlich dort gleich mit, wenn ihr einmal da seid. Es gibt einiges zu entdecken und es wartet auch noch eine Menge auf euch. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.